Moin moin und herzlich willkommen. In dieser Folge zeige ich euch die Jeweler Method, mit der ihr sehr günstig bzw. günstiger als mit Chromatics 4 oder sogar 5 oder sogar 6 Off-Colors auf eure Items rollen könnt. Hierzu brauchen wir zuerst mal ein Item mit 2 Sockeln. Das könnt ihr erreichen, indem ihr einfach bei Vorici 2 Sockel auf das Item rollt. In meinem Fall ist die Option 2 Sockel zu rollen ausgegraut bzw. inaktiv, weil das Item bereits 2 Sockel hat. Also entweder rollt ihr 2 Sockel drauf oder das Item hat schon 2 Sockel. Beide Fälle sind in Ordnung. Der nächste Schritt ist etwas runter zu scrollen und die Option 2 Off-Colors auszuwählen bei Vorici, in meinem Fall 2 blaue. Als nächstes wählen wir bei Vorici die Option 3 Sockel aus und craften das auf unser Item. Aufpassen, jetzt kommt der gesamte Trick von der Jeweler Method. Wenn wir mit dem 3 Sockel nicht unsere Farbe getroffen haben, die wir treffen wollten, das heißt die Off-Color, in meinem Fall blau, können wir mit Vorici zurückrollen auf 2 Sockel und die 2 Sockel, die wir vorher eingefärbt haben, die ersten beiden blauen, bleiben erhalten. Diesen Prozess wiederholen wir so lange, bis wir unseren dritten Off-Color haben. Ich werde da nichts drin rumschneiden, das heißt, ihr seht den Prozess so, wie ich ihn erlebt habe. Das gleiche machen wir jetzt mit 4 Sockeln und zurückrollen auf 3, wenn wir die Off-Color nicht treffen. Weiter geht's mit 5 Sockeln und hier wird's jetzt teuer. Wie man sieht, kostet das Craften von 5 Sockeln schon 70 Jewelers. Wenn man die Farbe nicht trifft, muss man zurückrollen auf 4 und wieder 70 Jewelers ausgeben. Das einzige, was jetzt noch bleibt, ist die letzte Farbe zu rollen. In meinem Fall keine Off-Color, sondern grün. Aber da das eine Stärke- und Dex-Basis, also eine Hybrid-Basis ist, ist es auch recht unwahrscheinlich, dass man beim ersten Versuch schon direkt die gewünschte Farbe trifft. Bei der letzten Belly, wo ich 5 blaue drauf gerollt habe und dann am Ende einen grünen brauchte, hat das 3-mal gebraucht. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.